So, wir müssen natürlich die Quest weitermachen. Nee. Ja. Fleischliche Sünden heißt die Nein. Quest. Wo geht's hier raus? Ich möchte bitte einen Ausgang. Sein Gesicht macht mir Angst. Echt? Wir haben doch gar kein Gift-Intus. Wir sehen doch super hübsch aus. Ich finde ihm seine Fratze, wenn der dieses Gift-Intus hat, so heftig. Also wenn der die Schwalben und den Donner-Intus hat. Ich finde es so krass. Das hat mir in The Witcher 1 im Intro schon so gut gefallen. Wie dieses Gift sich auf sein Einem Aussehen gewöhnlichen Menschen würde meine auswirkt. Diagnose Blutarmut lauten. Aber du bist nicht gewöhnlich. Du bist ein Hexer. Blutarmut? Hier? Echt? Nur geht. 75% Blut haben wir noch. Oder warum ist die Leiste sonst rot? Hahaha, lustig. Nee, nicht lustig. Macht nichts. Muss nicht immer lustig sein. Hey! Cyrilla! Oh, nimm die Kerze mal mit. Rittersporn, was hast du da? Ah, Kuhmilch, danke. Ups. Okay. Also sind wir im Krankenhaus, wo Cyrilla liegt. Cyrilla? Moment, nee. Wie heißt sie? Priscilla. Die heißen auch alle gleich, ne? Cyrilla, Priscilla, Sterilla. Ich weiß auch nicht. Lispelotte. Die Lispelotte. Die mag ich ja, die ist cool. Und ich finde gut, dass sie sich aus dem Milieu befreien möchte. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, doch, gefällt mir. Ist das eine Militele? Ja, das ist eine Militele mit Brüsten, wie wir vorhin erfahren haben. Das hier ist also ein Krankenhaus. Ich hätte Shani erwartet. Kennt ihr noch Shani aus The Witcher 1? Das war die beste Ärztin in Büsima. Also, die Wedelboots. Wir brauchen ein Straßenschild. Und kurz meditieren wäre auch nicht schlecht. Südtor. Nehmen wir das. Plötzlich bist du gerade am Start. Heya! Wedelboot. Dieser Hast Jahr noch atmet noch. Ein schönes Kanal angerichtet. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Diejenigen, die tugendhaft waren, wird das Feuer wärmen. Natürlich tut es das. So, machen wir mal den Worldmark weg. Der stört nur bei einer Quest. Okay, da hoch müssen wir. Beim Rennen können wir nicht speichern. Doch, können wir schon. Leute, ich muss da rein. Schnell! Hallo? Hallo? Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast. Schmeißen Sie meinen Hintern hochkant raus! Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Versprochen. Oh, Geralt! Das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Freunde, fragt ihr euch auch, warum das Mädchen im Regen Gartenarbeit macht? Ich meine ja nur, ich finde die Wettereffekte in The Witcher ganz massiv geil. Aber sowas ist auffallend. Ich jage einen Serienmörder und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Also mit unserer Diagnose Wahnsinniger haben wir voll ins Schwarze getroffen. Ein ideales getroffen. Feuer für Bellatine. Ist nur die falsche Jahreszeit.
Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da ist ein Buch. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Okay, Mädchen. Das ist die Ingrid. Deren Sohn haben wir aber gerettet, ne? Ihr erinnert euch. Oder hat Triss gerettet, besser gesagt. Wir haben Triss unterstützt, den Sohn zu retten. So. Gut. Mist. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ah! Mhm. Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp! Oh! Was? Was hat er mit der Frau gemacht? Geralt! Wieso sind die Hunde gegen uns? Na, die kennen uns nicht. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Hoffentlich greifen sie jetzt nicht uns an, die Volltrottel. Oh, super. Da ist er! Ah! Oh nein! Ich bin nicht der verdammte Mörder! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wir können doch die Wachen nicht umlegen! Wo ist der Mörder hin? Die Wachen sind freundlich, also theoretisch. Hurensohn. Ich war das doch gar nicht! Ich würde den ja jagen. Aber wir können doch die Wachendinger nicht umlegen. Die haben doch nichts gemacht. Außer den falschen Verdächtigen. Naja, auch das kann tödlich sein, wie man sieht. Okay. Ich muss mich erstmal auf Kampf einstellen. Ich war jetzt auf Jagen aus. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Mhm. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Oh. Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Die war ja ganz vertrocknet. Entschuldigung. Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Scheiße. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Bitte. Ich halte es nicht mehr aus. Scheiße, Freunde. Tut mir leid. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Entschuldigung. Oh, hier können wir looten. Bin gleich weg. Ein paar Schränkchen nur. Nur ein paar. Na, eh nur Bücher drin. Tut mir echt leid für euch. Oh Mann, die weinen alle. Oh, mein Herz. Mein Herz tut weh. Und ja, ich nehme die Bücher trotzdem. Auch wenn mein Herz weh tut. Oh, oh!
Das war Glück. Das war ein Bug, der auf meiner Seite war. Sonst wäre es, glaube ich, hinüber gewesen. Nein, wieso tue ich das immer? Entschuldigung. Speicher mal lieber. Ja, jetzt kann ich da auch noch runterspringen. Jetzt hatten wir 5-mal Glück, jetzt haben wir auch nochmal Glück. Oh Gott. Scheiße. Aus dem Weg, Leute. Oh, ist das schlimm. So, Freunde, es ist Nacht und wir jagen einen Mörder. Also bei mir ist auch Nacht. Wir machen auch in der Nacht weiter. Es kommt einfach besser. Für mich ist das nämlich eine verdammt gruselige Quest, ehrlich gesagt. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des... Halt die Klappe, ich habe andere Sorgen. Ah, Moment, wir haben aber einen Haufen Waffen dabei. Die muss ich kurz verkaufen, sonst können wir wieder nicht mehr rennen. Aus dem Weg. Erstklassige... Ja, ja. Zeig mal, was... Bin nicht in Stimmung. Ja, so viel war es gar nicht. Haben wir sonst noch was? Oh, seit wir bei dem Elfen waren, ist es echt ein Traum, unser Inventar. Sehr schön. Ach so, reparieren wäre noch wichtig. Würdest du mir... Ab jetzt verlieren wir sogar Gold, wenn wir reparieren. Wahnsinn. Alles hätte ich gern. Ja. Bis dann. Oh Mann, Freunde. Die arme Frau Wegelgut, die war nämlich, glaube ich, echt in Ordnung. Jetzt ist der Sohn weg. Und die Mutter ist tot, Alter. Das arme Mädchen. Also die Überlebende, meine ich jetzt. Die Oh Gott. Bitte lass sie noch leben, bitte. Ich glaube nicht, dass das der Eingang ist. So viel Arbeit. Darf ich das nehmen, ja? Wer bist du? Ich loote hier deine Sachen. Bin gleich wieder weg. Tschüss. Nee. Hm. Wo geht's da rein, ist die Frage. Hier nicht. Ah, hier. Eine eurer Frauen ist in Gefahr! Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Der Kunde ist ein Mörder! Nee, da sollst du drauf, danke. Okay, oh, ich bin so nervös, ich kann es euch gar nicht sagen. Die Schwarzen? Redania? Entschuldigung! Hauptsache, sie bezahlen. Und Schlampel. Ja, Entschuldigung. Ich renn schon mal an Treppen vorbei, das passiert schon mal. Niemand wird dich hören, Schlampe. Ich hab's gewusst! Keine Seele. Aber dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Freunde, ich wusste, dass er es ist. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Kannibale? Nee, kann nicht sein. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen.
Ist das Zufall? Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Scheiße! Das ist Zufall! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit. Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Wohl kaum. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Können wir sie bitte befreien? Bitte? Oder wenigstens jemandem sagen, dass... Nee, können wir nicht. Wie immer. Wir können nur Zeug looten und Kerzen ausmachen. Na, befreie sie halt, geht halt. Mach wenigstens Feuer aus. Das können wir doch machen, oder? Mach mal das Feuer aus. Du machst sonst jedes Feuer aus. Warum kannst du... Ja, danke. Oh Mann. Also das, liebe Entwickler, ich weiß, ihr werdet dieses Let's Play niemals anschauen, aber ich sag's euch trotzdem, der Spieler möchte das Mädchen befreien. Bitte lasst uns nächstes Mal das Mädchen befreien. Also mit dem nächsten Patch oder so. Lasst die nach mir spielen, das Mädchen befreien, bitte. Das ist echt unbefriedigend, wenn wir die da zurücklassen. Wo geht's jetzt weiter runter? Hier? Nee, hier ging's hoch. Ja. Nee, also nicht hoch, sondern da rein. Okay, dann geht's hier weiter. Ein Apfel. Die Schwarzen? Redania? Hauptsache. Nichts zu machen. Irgendwas stinkt hier. Ja, ich würde es auch nicht wagen, eine Redania abzuweisen. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Wir können es gleich hier haben oder beim Jahr. Ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Aber in eurem Zustand müsst ihr euch erstmal gegenseitig aufgeilen. Ich hab's doch gewusst, dass... Nee, ich hab gedacht, der ist es. Also dieser Nathaniel. Ich hab nicht gedacht, dass es der Leichenbeschauer ist. Das kann... Der ist es nicht. Freunde, ich... Der ist es nicht. Echt nicht. Glaubt mir, der ist es nicht. Wir werden es gleich sehen, ob ich recht habe. Sag mal's mal so. Aber Formaldehyd, es musste irgendjemand sein, der mit der Leichenhalle zu tun hat. Weil Formaldehyd ist zwar... Also eine Säure, aber ihr habt ja gehört, es konserviert auch Organe. Und das passiert eben in der Leichenhalle. Nach 50 Meter. Scheiße! Nicht drängeln! Entschuldigung. Ja. Hab's echt eilig. Verzeih. Geh da rein! Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Tatsächlich. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Vampir. Wer? Doppler? Was bist du? Ein Vampir. Ha! Ein höherer natürlich. Ja. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird.
Du bist ein krankes Arschloch. Ich hatte nicht erwartet, dass du das verstehst. Du bist ein Zyniker und Opportunist. Das war mir gleich klar. Ja, diese Konversation wird immer unerfreulicher für alle Beteiligten. Kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Ich habe zuletzt vor 200 Jahren gegen einen Hexer gekämpft. Hoffentlich weiß ich noch, wie es geht. Und du? Hast du schon gegen einen von uns gekämpft? Nein. Nein, sicher nicht. Hättest du es nicht überlebt. Das, unser Bestiarium hat uns gewarnt vor diesen Dingen. Auch unser Bestiarium sagt, dass wir das nicht überleben können. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich Untotenöl, oder? Moment. Bestiarium. Ja, ich schlag tatsächlich nach. Vampiröl und Igni. Also Igni ist eh klar, Feuer. Moment, welches Öl? Vampiröl. Haben wir das? Oh, bitte, lass uns das haben. Ihr könnt doch jetzt nicht anfangen, Alchemie zu machen. Ogroiden. Erhängte, Bestien, Konstrukt, Verfluchten, Geister, Scheiße. Können wir jetzt noch kurz Alchemie machen? Ich glaube ja. Oh, wir haben keine Zutaten mehr. Ich habe alles verkauft. Ah, Scheiße. Ja, Freunde, das passiert, wenn man sein Inventar leert. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem. Ich atme mal nochmal tief durch. Wir haben gespeichert, also keine Sorge. Oha. Also unsichtbar ist er nicht wirklich, nur Geralt kann ihn nicht anvisieren. Das ist natürlich blöd. Moment, Igni. Der hat ein Level. Der ist Stufe 16. Da haben wir, glaube ich, Glück. Eigentlich haben die Bosse ja immer kein Level, aber der hat eins. Yay. Stufe 20. Der war wahrscheinlich auch kein richtiger Boss, oder? Wobei, der Katakan war einer. Wow. Also, ehrlich, ich habe gedacht, deswegen konnte der auch. Der ist natürlich nicht aufgefallen, weil der ja Leichenbeschauer war. Shit. Einmal das, so hat der so lange überlebt, ohne aufzufallen. Und dann. Er hat ja gesagt, er ist uralt. Er hat sich quasi verplappert, indem er erzählt hat, dass der der Lehrer von diesem 60-Jährigen war. Okay. Sonst noch irgendwelche Infos, die uns fehlen? Nee, ne? Das ist eigentlich alles geklärt. Aber ganz ehrlich, dass ein Unsterblicher auf die dumme Idee kommt, ans ewige Feuer zu glauben. Komm schon. Okay. Wir können wieder aufsteigen. Diesmal machen wir es gleich. Zögert es ja sonst immer ein bisschen raus. Nichts Besonderes. Hier. Und schon erledigt. Wow, so eine Scheiße. Johann, du siehst nicht gut aus. tu mal dein Schwert weg, Gera. Nein, nicht das andere ziehen. Danke. Ja, sowas in der Art. Oh, Scheiße. Dieser Nathaniel hätte eigentlich auch eine Abreibung gebraucht, Freunde. Eigentlich war es dämlich, dass wir den mit Axi beruhigt haben. Das hätten wir nicht tun dürfen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das tut mir leid, da entschuldige ich mich für. Denn der hätte wirklich eine Abreibung verdient. Der kann mir doch nicht sagen, dass er dafür bezahlt hat, oder? Ich glaube nicht. Und ich glaube, jetzt wo sie das Mädchen sehen, wird er auch in diesem Hurenhaus zumindest keine mehr kriegen. Das sind unschätzbare Manuskripte. Da verbrennen sie gerade die Bücher. Almosen für die Armen.
Ich würde ja was geben, aber ich kann nicht. Scheiße. Ich dachte schon, da steht Lambert. Tut er aber nicht. Die Leute liegen sogar vor am Krankenhaus. Verzeihung. Oh nein, ich krieg schon wieder Kopfweh, Entschuldigung. Oh. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Das weiß er, das müssen wir ihm nicht sagen. Schon in Ordnung. Sowas tun Freunde eben. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Klingt wunderbar. Super. Alles Gute, Rittersporn. Auf der Bühne und auch sonst. Oh. Freunde, das war die letzte große Quest für heute. Wie gesagt, ich kriege ja wieder Kopfweh. Dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Für mich und für euch mit The Witcher. Ich bin so froh, dass Priscilla wieder halbwegs lebt. Ohne Witz. Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Ich habe doch gerade gespeichert. Danke. Also, bis morgen. Macht's gut.